Hallo und willkommen zu Elli bastelt den zweiten Kranz, den zweiten Adventskranz. Ja, den ersten, der ist ja so ein bisschen misslungen, der ist aber auch noch nicht ausgeschmückt, denn der liegt noch drüben auf der anderen Seite auf dem Esstisch. Ich bin jetzt gewechselt hier zum Couchtisch und da werde ich jetzt weiter basteln, und zwar den Strohring. Habe ich schon angefangen, und zwar habe ich jetzt eine kleine Änderung gemacht, und zwar habe ich die Äste von dem großen Strom cut abgeschnitten. So lässt sich vielleicht auch, sieht ein bisschen besser aus. Wisst ihr so? Also die sind jetzt, manchmal sind sie so bloß so klein, und aber ich lege die hier so ein bisschen rum und dann wickle ich. Upsala. Na, geh rein hier. So. Das macht ja nichts. Macht alles gar nichts. So, ganz früher, als ich noch zur Grundschule ging. Ja, ich bin ein Wessi-Kind. Da gab es die Grundschule. Und in die Grundschule ging von der 1. bis zur 6. Klasse. Und da haben wir jedes Jahr, meine Klasse, die musste immer den Adventskranz machen. Aber wir hatten kein Strohmanus, hier so eine Unterlage, sondern wir haben das nur aus Tanne gemacht. Und das hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich zu meiner Mama gesagt habe, ich möchte den Kranz alleine machen. Ja, und dann ging es so lange, wie ich da eben zu Hause war, hieß es dann immer, es ist bald Advent, du müsstest so langsam anfangen mit einem Adventskranz basteln. Ja, dann habe ich das natürlich gemacht. Und natürlich mit viel Freude. Ja, und mein Bruder, der mochte nur richtige Tanne. Der hat immer gesagt, Mama, wenn du in so einen Regenschirm aufspannst zu Weihnachten, hau ich wieder ab. Er hatte schon seine eigene Wohnung gehabt und er mochte keinen künstlichen Tannenbaum und hat die Warnung ausgesprochen, wenn sie einen künstlichen Baum sich hinstellt, ist er sofort wieder weg. Er hat mal gesagt, das ist ein Regenschirm, dann spannst du auf und hast einen Baum. Ja, so ähnlich ist es ja auch. Aber leider, mein Bruder lebt nicht mehr. Leider. Mein Bruderherz. Ja, der hat mir auch oft geholfen. War lieb. Nicht immer. Aber immer öfter. Wer ist denn schon immer lieb? Keiner. So. Ich hoffe, dass meine Tanne dann reicht. Aber ich denke mal schon. Eins. Ich habe also eine kleine Teile jetzt geschnitten. Es lässt sich besser verarbeiten. Wie gesagt, früher hatte ich gar keine, weder Zeitung noch sonst irgendwas. Nur Tanne. Reine Tanne. Oh, vielleicht haben die irgendwie ein Abkommen mit die Schule mit einer Gärtnerei gehabt oder mit einem Förster. Keine Ahnung. Denn in der Schule hing ein riesengroßer Adventskranz immer von der Decke runter. Hat dann der Hausmeister angemacht. Ja, damals war es. Geschichten aus dem alten Berlin. Oh mein Gott. Ja. Naja. Ja, und die Grundschule, wie gesagt, ging von der 1. bis zur 6. Klasse im Westen, in West-Berlin. Und wenn man die 6. dann bestanden hat, ging man auf die Oberschule, das heißt Hauptschule, Real oder Gymnasium oder Brettergymnasium, das war dann die doofen Schule, wo man ja nicht mehr zustande gekriegt hat. Wir haben immer Brettergymnasium gesagt. Aber die waren wirklich blöd. Ich kannte mal einen. Oh mein Gott.
Ja, bleibt dann ja auch, wenn man so im Bezirk wohnt und dann mal ins Schwimmbad geht. Oh, dass man dann mal trifft. Und die waren aber wirklich lala. Meine Fresse, du. Die waren lala. Nicht kaputt gehen jetzt. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier sind wir. Ja, ach, es war. Manchmal war meine Jugendzeit schon schön. Im Sommer waren wir oft im Sommerbad, haben da unseren Blödsinn gemacht. Oder im Winter sind wir im Volkspark rodeln gewesen oder Schlittschuh laufen. Ja, ich war ja nicht immer so dick. Ich bin auch gerne Schlittschuh gelaufen. Bin ich extra von Mariendorf nach Neukölln gefahren auf die Eisbahn. War schön. Ich wollte ja mal Eiskunstläuferin werden, aber meine Mutter sagte, nee, das ist mir zu teuer. Ja, wenn so ein Kleid über 1000 Euro oder 1000 D-Mark kostet, damals waren sie noch D-Mark, dann kann ich das schon verstehen. Damals konnte ich es nicht verstehen, heutzutage kann ich es verstehen. Hat man ja nicht gleich mal so aus dem Ärmel geschüttelt, 1000 D-Mark. Ja. Naja, was soll's. Und heutzutage ist man zu alt und naja, nicht mehr die Schlankste, ne? Was soll's, ist egal. Mir geht's Gott sei Dank gut. Manchmal will ich Einschränkungen machen. Naja, ab einem gewissen Alter ist das dann auch nicht mehr so prickelnd. Na? Hierin. So. Hallo? Das ist jetzt was runtergefallen. Ach, Jeschen. Das ist, wenn die Rolle runterfällt. Und jetzt ist hier unten alle da. Ich sehe sie. So. Uiuiui. Jetzt muss ich hier mit dem Mund auch noch arbeiten. Weil der Faden ist jetzt so lang vom Runterfallen. Mache aber auch nicht. Ja, ich habe mein Eisbein schon gegessen. Nicht schon wieder fallen. Hat geschmeckt. Bin auch satt. Ich mag kein Blatt. Mäh. Haben wir denn jetzt hier gemacht? Ach du heiliger Schreck. Jetzt haben wir hier alle Krödelkralle. Jetzt habe ich irgendwo. Wisst ihr was? Schmeiß ich's ab. Egal, fangen wir neu an. Mann, ist nicht so schlimm. Ich hier stundenlang sortiere. Ja, nur wie gesagt, es war eine schöne Zeit damals. Gut, manchmal auch nicht. Es kam immer auf die Situation drauf an. Was nicht schön war, muss ich jetzt hier nicht erörtern. Na, wo ist er denn jetzt? Hier ist er. Jetzt haben wir ihn wieder. Langes Fädchen, faules Mädchen, hat damals meine Mutter immer gesagt. Langes Fädchen, faules Mädchen. Wenn ich meinen Knopf annehmen musste, weil er weg abgegangen ist oder so, ich musste es ja selber machen, damit ich lerne, wie es funktioniert. Tja, da habe ich dann immer einen sehr langen Faden genommen, damit ich nicht nochmal einfädeln muss. Denn einfädeln fand ich auch immer doof. So, jetzt war natürlich die kleinen Stellen ausgebessert, siehst du? Der sieht doch schon besser aus als der andere. Jetzt wird das hier unten noch ein bisschen gemacht und dann ist das, ja, das reicht. Ja.
Ja, nicht ja. Ja, heißt. Okay. So. Da haben wir werdet so, ne? Ja, die Elli ist auch nicht mehr groß zu kriegen. Ups. Nee, das ist nicht kaputt. Ist noch dran. Hat irgendwie so ein bisschen geknackt. Oh, sieht gut aus. Das wird ja dann nur in der Grumbin noch mal festgemacht. So, jetzt kommt das nächste wieder. Taki-taki, Hintern-taki. Taki-waki, Hintern-taki. Wenn schon, dann schon. Nebenbei habe ich hier noch den Fernseher an, weil Fußball läuft, ja. Oh, schon wieder ein Tor. Wie steht es denn? 4-0. 4-0 für Deutschland. Ich kann jetzt sagen, denn ehe ihr euch das hier anschaut, habt ihr ja schon Fußball geguckt. 4-0 für Deutschland gegen Weißrussland. Naja. Das erste und das dritte Tor hätte nicht zählen können, aber man hat das nicht so ganz genau genommen. Und, na, und zählt das eben. Das ist übrigens ein grüner Bindfaden. Und was ich vorhin genommen hatte, diese Drahtzeul, wie gesagt, das gibt es auch in grün. Und im Baumarkt, was ich euch gezeigt habe, da kostet es 2,19. Kann auch anders nehmen und kommen wir sowieso noch. Tannenzapfen und Kugeln und Kerzen drauf, da sieht man das sowieso nicht mehr. Sag ich jetzt mal. Noch sind wir nicht rum. Dann haben wir noch ein Stückchen zu tun. A little bit. A little bit. Ja, ach ja, ich wollte euch ja sagen, bin ja dann vom Thema abgekommen, ich habe mir ja das Video angeschaut. Wenn ihr jetzt sagt, Mann, dann fallen doch so schnell die Nadeln ab. Nein, ihr könnt den auf den Teller packen und ein bisschen Wasser drunter machen, sodass er eben Wasser ziehen kann. Oder aber, ihr habt ja eine Sprühflasche, wenn ihr Pflanzen zu Hause habt, einfach nur ein bisschen einsprühen. Kein Haarspray. Das soll nicht gut sein. Viele benutzen Haarspray dazu, um es haltbar zu machen, soll aber total verkehrt sein. Macht das nicht. Und wenn dann die Kerzen an sind und der Haarspray da drauf, ha, dann hört ihr bald auch den Englein singen. Oh, shit! Ha? Wo sind wir? Da sind wir. Ja, sieht ganz nett aus. Nett, nett. So, also, ihr macht ein bisschen Wasser in die. Muss ich mal ein bisschen schützen. Mit den Seiten schneller. Oh, ja. Ein bisschen Wasser in die Sprühflasche für die Pflanzen und besprüht den Kranz ein bisschen und dann hält er auch bis zum vierten Advent.
so hat man mir das gesagt. Und das war ein Gärtner. Ja. Und jetzt mit dem Haarspray kannte ich auch und er hatte Hände über den Kopf geschlagen. Um Gottes Willen! Das Wahnsinn! Seid ihr denn alle verrückt? Ja, manchmal, hä? Och, jetzt haben wir alles durchgelassen. Ja. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Na klar. Ach, fangen wir nicht an zu heulen. So. So, oder aber ihr könnt auch draußen auf dem Balkon oder auf Fensterbrett würde ich nicht empfehlen, aber draußen auf dem Balkon. Oh, ich mache das ein bisschen. Ich spüle den oben ein bisschen mit Wasser ein. So, ich brauche nur noch das Teil hier und hier so ein bisschen dazu decken. Und dann sind wir ja, guckt mal, fast fertig. Siehst du? Nur noch jetzt den letzten Schliff. Und die Tanne reicht auch. Boah, ich habe schon gedacht, dass ich den morgen vielleicht, morgen ist zwar Sonntag, aber morgen muss ich dann vielleicht neue holen. Aber nee, brauche ich nicht, das reicht. So, ist doch schick. Ist doch alles schick. Hallo? Den Finger muss ich schon wegnehmen. Irgendwas stimmt jetzt hier nicht, aber es geht. Upsala! Das war der Faden. Macht ja nichts. Muss ich bloß wieder den Anfang finden. Hab ihn. Das wird nicht geknotet, nicht. Einfach gewickelt. Aus Feierabend jetzt. Aha. Fußball ist zu Ende. Football. Ja. Ich muss gleich mal gucken, wo ich noch was hinsetzen muss. Und dann haben wir es ja schon geschafft. Dann können wir die Kerzen setzen und auch alles andere. Na, ja, da ist noch was richtig. Da ist auch noch was. Gut, also. Und das Ding wieder umdrehen. Ja, in 5 Minuten ist das nicht getan, alle. Das ist normal. Ne? Es gibt ja Menschen, die wollen alles schnell, schnell, schnell fertig haben. Ach so, muss ich anders machen, gut. Dann gehen wir eben erst dahin. Auch nicht schlimm. So, wie langweilig wäre das, wenn ich jetzt nicht irgendwas erzählen würde? Ja. Aber ich muss wirklich staunen. Ich bin ja letztens gestürzt auf dem Parkplatz. Oh, ich habe wirklich Glück gehabt. Ich hätte mir auch den Schädel einhauen können am Auto. War noch nicht auf dem Parkplatz. Und meine Nachbarin, die klingelte heute bei mir. Ist alles okay? Was macht der Stoß? Haben noch große Schmerzen? Ja, geht alles. Finde ich ja irgendwo doch ein bisschen nett. Ja, das ist das ältere Semester. Wenn die Damen und Herren schon etwas älter sind, die ist älter als ich. 15 Jahre ist er älter. So, jetzt muss ich hier noch
ein bisschen was dran machen. Komm doch her und bleib da, wo du bist. So. Und dann haben wir alle zugedeckt. Schön, wa? Na, 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 na. Alle zugedeckt, Frau von und zu. Frau Elli. Elli Pirelli. Das will ich für hier machen. Aber ich habe hier noch eins. So, siehst du wohl, Frau Tante Olga. Entschuldigung. Nein, mir ist nicht schlecht. Ich hatte ja bloß ein ganz, ganz kleines Eisbein. Kein großes. So, jetzt komme ich noch zu dieser freien Stelle, die ich zudecken muss. So, noch ein Stückchen. Und das Grüne, wie ihr seht, ich meine jetzt das Garn, sieht man nicht. Deswegen grün. Ja. Komm, dann habe ich alle zugedeckt und gleich mal gucken, bevor ich hier alles schließe. Einmal hatte ich es auch alleine gemacht, auf den Tisch gestellt und dann halt Besuch bekommen. Oh, der ist aber hübsch. Oh, hast du bestimmt viel Geld bezahlt, wa? Ich sage, nö. Da habe ich die Tanne geklaut. Aber nicht im Laden, sondern draußen in der Natur. Da gerade was gesehen und da hinten steckt so, aber hier habe ich was gesehen. Genau. Nicht so schön aussieht, da pieken wir die Kerze rein. Und da ist ja auch noch was. Ach, Menno. Bin noch nicht ganz fertig, Leute. Tut mir leid. Stimmt ja nicht. Tut mir ja nie leid. Aber ich dachte, ich bin fertig und jetzt sehe ich noch die freien Stellen. Nicht mein Finger. So. Ja, nach langer, langer Zeit wieder mal ein Adventskranz. Oh je. Na gut, aber es geht, hier ist noch ein bisschen was. Komm her. Ja,
Kalkred und manchmal mit der Tanne. Komm her hier, rutsch nicht weg, bleib hier, bleib liegen. Ist so im Alter. Mehr oder weniger haben wir ihn fertig. Gut. Jetzt noch ein paar Mal rumwickeln. Und einfach abreißen und so. Seht ihr? So sieht es aus. So sieht da jeder raus. Man kann natürlich jetzt hier auch noch Bänder rummachen und den aufhängen. Habe ich auch schon mal gemacht. Aber heute nicht. Jetzt brauchen wir die Teile. Wie gesagt, ich habe alles neu gekauft. Kann nicht verkehrt sein. Was das ist, ist für die Kerzen. Kerzenhalter. So. Eins. Zwei. Könnt ihr das eigentlich sehen? Jetzt aber, jetzt ist besser. Drei. Und vier, dann nimmt man die Gummidinger hier ab, damit man sich nicht verletzt. Und meine Kerzen, die sind hier, muss ich mal gucken. Aber ich brauche jetzt meine Brille, sonst kann ich die ja nie auspacken, die Kerzen. Die sind ja noch mal eingepackt. So kommen die nicht auf meinen Kranz. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo hier der Anfang ist. Ha, habt ihr gehört? Tada! Ist da nun schon ein Loch drin oder nicht? Muss ich es heiß machen? Nee. Geht so, wa? Ja, geht so. Erste Kerze ist drinne. Und das jetzt noch dreimal. Und dann kommt die Verzierung. Und dann habe ich morgen Sonntag, aber ich muss morgen aufräumen. Ich habe die Woche zu tun. Da kann ich auch nicht für euch kochen. Das geht nicht. Nummer zwei. Ah, sieht schon langsam aus, noch wie nach einem Adventskranz. Kann man langsam schon erkennen. Die Woche wollte ich auch noch einen Mitternachtskuchen backen. Ah ja. Oh, da war schon ein dickes Loch. Guck mal, was das für ein dickes Loch ist. Die wird nicht lange brennen, die Kerze. Mach ich mal ein Zeichen ran. So. Eins. Aber naja, die habe ich bei... Hier ist auch schon ein dickes Loch. Die habe ich bei McGuides gekauft. War nicht so teuer. Gucken wir welche nach. Macht ihr das eigentlich auch? Wenn der erste Advent ist und er ist vorbei und jetzt kommt der zweite Advent, dass ihr, ja klar, dann die nächste Kerze. Aber wenn denn der dritte Advent ist, dass ihr dann, wenn ihr es aushattet, dann eine andere Kerze anmacht, so dass es aussieht, als wenn schon der vierte Advent gewesen wäre.
So, das sind man. Ich mache das manchmal. Oh, sind die aber hier ist auch nicht das fest. Also drei sind mit. Der ist fest. Das ist auch fest. Der ist locker. Und der ist locker. Gut, okay. So sieht es bis jetzt. Upsala. Ja, der ist nicht fest. Hoppa, da, da. Also. So. Mache ich nachher ein bisschen mit Wachs fest. Dann ist das gut. So, was haben wir denn jetzt hier noch alles? Jetzt haben wir. Ich hatte doch noch. Da sind sie. Was sagt er denn dazu? Tannenzäpfe? Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Aber ich denke mal, die muss ich ankleben. Der sieht doof aus. Der sieht doof aus, habe ich gesagt. So, ja, ganz nett. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Aber das werde ich vielleicht auch später machen. Warte mal. So, jetzt haben wir die vier Tannenzöpfe. Was kommt jetzt noch mit dran? Mal kicken. Nee, das sieht doof aus. Aber ein paar Kugeln, wa? Rot. Oh, wie goldig. Rot und Gold. Mal kicken. Mal kicko, mal kicko. Zwei, ja, zwei immer. Das ist ja jetzt nicht festgeklebt. Wenn ich das nochmal hochnehme, um euch das zu zeigen, dann fällt halt runter. Und wenn ich jetzt hier mehr oder weniger fertig bin, dann werde ich das Handy einfach nehmen und es euch zeigen. Auch eine Idee, wa? Haha, Elli, bist du blöd. Jo. Und daneben jetzt auch. Muss ich mal rausnehmen. Kinder. Das ist jetzt gleich 11. 23 Uhr ist es gleich. 23. Ja! Heute fällt alles runter, ist normal. Aber wisst ihr, was mir das ist? Scheißegal. Ja, wenn man Kabel zusammendreht, wa? Ja, man guckt sich so ein Jetzt ab im Leben. Ich hab ja auch schon vieles gearbeitet. Ja, egal, ob das Geld stimmt, hat hier stimmt. Unter den Kerzen, also jetzt an der Seite mehr, würde ich dann noch vielleicht kleine Schleifen, ich muss mal gucken, wie ich das irgendwie hinkriege, kleine Schleifen machen. Geh doch jetzt da rein, du dummes Ding. Ich will das reinkriegen und will das fertig machen, damit ihr das in etwa seht, wie es bei mir am ersten Advent auf dem Tisch aussieht. Naja, der Kranz.
Der Tisch nicht. Der Tisch sieht ja dann anders aus. Das heißt anders. Im Moment ist er sehr voll. Da steht noch der Senf. Tesa-Rolle zum Abrollen. So. Könnt ihr das sehen? Ein bisschen, wa? So. Ja. Bisschen vorsichtig drehen. Ui, jetzt haben wir die Inne geköpft. Eieieiei. Und nicht so gut. Ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Auch wenn wir arm sind. Lieber arm dran als arm ab. Na sag mal. Billigware. Wieder eins geköpft. Ich muss mal kurz das Fußboden was aufheben. Das sind nämlich die roten. Rot und Gold macht immer zusammen. Und ich habe mir überlegt, macht ihr das auch so? Also ich muss ja immer, wenn jetzt Weihnachten ist, jedes Jahr bekommt der Weihnachtsbaum bei mir eine andere Farbe. Nicht der Weihnachtsbaum, sondern der Schmuck. Mal habe ich, oh Gott, das schon Türkis gehabt. Das sah ganz gut aus. Naja, darüber reden wir jetzt lieber nicht. Und dann hatte ich Lila gehabt, ich hatte Rot gehabt, ich hatte Gold gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, ist ja jedes Jahr immer eine andere Farbe, aber ich glaube, ich habe gelesen oder gesehen, dass dieses Jahr lila ist. Aber ich glaube nicht, dass ich lila mache. Ich glaube eher daran, dass ich Rot-Gold mache, so wie hier die Kugeln. Gut möglich. Und ihr? Macht ihr das auch? Macht ihr das auch? Ja, der Draht ist hier ein bisschen sehr dünn und biegt sich. Ist natürlich nicht so tolle. Da komme ich nicht so durch diesen Strohring. Ich versuche es ja schon seitlich zu machen, aber naja, gut. Das kommt nach hinten, das kommt nach vorne, so. So ist besser. Ja. So, hier ist jetzt Tannenzapfen runtergeflogen. Nee. Das könnte halt gleich wieder. Das ist, warte mal. So, vielleicht besser, wa? Könnt ihr besser kicken. Ihr könnt das besser sehen. So habe ich gemacht. Eine Kerze, dann zwei so eine kleine Teilchen, zwei Kugeln, einen Tannenzapfen und dann ist es gut. Jetzt muss ich. Ach, da habe ich immer zu weit gedreht. Ich muss ja hier noch hin. Gucken, ob das so besser läuft. Wenn ich ihn so pieke und ihn so pieke, läuft ja nicht. Nee, geht nicht. Na, ich denke mal, nächstes Jahr ist der Kranz schon ein bisschen gebrauchsfähiger. Tannenzapfen, du bleibst hier. So.
So. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir jetzt. 1, 2.